Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Es ist jetzt nicht mehr ganz so früh morgen, aber doch relativ früh und vor allen Dingen relativ frisch. Wir haben jetzt also minus 12 Grad, stehen hier auf dem Offenburger Giffizsee und haben vor, hier eine Kode aufzustellen. Das möchte ich euch zeigen, einfach unter dem Begriff Kode on the Rocks, Kode auf dem Eis. Ein ungewöhnlicher Aufbauort, vielleicht auch schwierig nachher mit in der Kohle Feuer machen, wenn euch die Feuerstelle dann langsam durchs Eis durchschmilzt. Aber mir dachte, es ist schon ein nettes Vorhaben und gibt ein paar nette Bilder von der Kohle und das möchten wir euch jetzt hier euch zeigen. So, da haben wir die Kode in unseren Pulka gepackt und sind jetzt draußen auf dem See. Und da werden wir jetzt unsere Kode aufstellen. Geht mal. So, zum Beispiel Knebel hier rein. Immer richtig übereinander, die Öse. Und dann den Metallknebel da durch. Ja, schön. So, diese Öse hier da drüber. Und dann. Ich mache jetzt die Heringe noch rein hier.
So, Dankeschön fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen ungewöhnlichen Aufbauort für eine Kode. Macht ein Foto, macht ein Video, schickt es einfach kurz durch. Wir freuen uns über alle ungewöhnlichen Aufbauorte von einer Kode und zeige das dann auch gern den anderen Fans von Jodeland wieder. Also macht euch auf, baut eure Kode auf, sucht euch ungewöhnliche Orte und zeigt uns das. Dankeschön und tschüss. Komm, schau mal hier.